Würfelbox. Herzlich willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin der Max. Ich bin der Markus. Wir haben uns eine Top 5 Liste wieder vorgenommen. Dieses Mal mit dem schönen Titel Golden Oldies. Das heißt, schöne alte Spiele. Klassiker. Wir haben die Definition so ein bisschen arbiträr gesetzt. Spiele vor dem Jahr 2000. Was ist der Sinn dieser Liste? Es sind einfach Spiele, die nie an Wert verloren haben, obwohl neue Spiele, neue interessante Spiele aufgetaucht sind. Also ich muss sagen, wenn ich mir jetzt so die letzten Jahre, Jahrzehnte anschaue von den Spielen, die erschienen sind, ich denke schon, dass man sagen kann, dass der Durchschnitt der Qualität gestiegen ist. Ja. Also das definitiv. Also wenn ich jetzt ein zufälliges Spiel aus dem letzten Jahrtausend nehme, also wirklich ein zufälliges Spiel, ist die Chance, dass ich ein schlechtes Spiel erwische, höher als heutzutage, würde ich jetzt sagen. Und ich glaube, es gibt auch heute mehr Spiele, die ich wirklich in meine Sammlung aufnehmen würde. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es keine alten Spiele gibt, die nicht genau gleichziehen können mit dem neuen Spiel. Ja. Und das sind halt wenige, aber es sind doch nicht beträchtliche, eine nicht zu kleine Menge an der Stelle. Ja, absolut. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Ja. Meine Nummer 5 ist so ein bisschen ein Wackelkandidat, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe mir eine Liste gemacht und ich hatte, keine Ahnung, 20 Spiele mindestens, wo ich gesagt habe, wow, die mag ich wahnsinnig gern. Und ich hatte 4 Spiele, die einfach komplett rausgestochen sind. Und das 5. Spiel war so, okay, das sind jetzt viele gute Spiele. Und ich muss mich dann für eins entscheiden. Ich habe mich jetzt für Bluff entschieden oder Liar's Dice im Englischen. Ein Spiel, das auch Spiel des Jahres wurde. Und bei dem es einfach darum geht, zu würfeln, geheim. Und dann anhand seiner Würfelergebnisse und der Vermutung, was die anderen gewürfelt haben, Ergebnisse anzusagen, und der Nächste muss eben entweder drüber gehen oder es anzweifeln. Es ist ein sehr simples Spiel, aber ich kann es heute noch ganz genauso spielen, es macht genauso viel Spaß noch, weil das Spiel braucht keine weiteren Elemente an der Stelle, sondern es ist einfach damit gut mit dem, was es bereits liefert. Mhm. Bei mir auf Platz 5 befindet sich ein Spiel aus dem Jahr 1993. Es ist eins meiner also es ist sozusagen, das war das erste Auktionsspiel, mit dem ich in Berührung gekommen bin. Es handelt sich um For Sale. Das war eine Alternative dafür. Es ist einfach ein großartiges Spiel. Es sind zwei aufeinanderfolgende Auktionen, die ein bisschen anders funktionieren. Das eine Mal biete ich um die Gebäude und dann in einer Blind Auction um die Werte, um Geldwerte. Es ist ein sehr einfaches Spiel, sehr leicht zu erklären und trotzdem großartig umgesetzt mit beiden Auktionsmechanismen, so dass man auch richtig viel überlegen muss, wie ich eigentlich spielen kann. Man kann bluffen, ne? Man kann alles mit diesem Spiel machen. Ne? Es ist ein großartiges Spiel. Ja, was ich wahnsinnig gut finde an dem Spiel ist auch, man kann es tatsächlich erklären, während man spielt. Ich kann theoretisch mit Leuten, die es noch nie gespielt haben, die erste Runde nur erklären, das Spielen und dann sagen, so Leute, jetzt kommt noch eine zweite Runde. Ja. Ich muss ihnen in der ersten Runde sagen, versucht möglichst wertvolle Gebäude zu bekommen. Absolut, ja. Kommen wir nun zum Spiel auf Platz 4 und das ist mein Spiel aus dem Jahr, es wird so rückdatiert, circa auf 1430. 14. Jahrhundert, 1430. Doch, passt alles. Es handelt sich dabei um Schach. Ein abstraktes Strategiespiel, die Alternative wäre Go gewesen. Das geht wesentlich weiter zurück. Das sind Spiele, die für mich zeitlose Klassiker sind. Ich weiß, dass es auch heutzutage sehr viele sehr gute abstrakte Strategiespiele gibt. Auch Spiele, die ich gerne spiele und die mich richtig fordern. Ich weiß auch, dass man der richtige Typ für solche Spiele sein muss, aber Schach in seiner Einfachheit, also sozusagen die Begrenztheit des Spielbretts, die eindeutigen Zugmuster, hat trotzdem eine unglaubliche Fülle an möglichen Strategien, also mehr als jeder Computer errechnen könnte. Deswegen ist es auch so schwierig, das Ganze durch Computer lösen zu lassen, weil es unendlich viele Möglichkeiten gibt, was halt dazu führt, dass man wirklich als menschlicher Spieler man immer noch tatsächlich dieses Spiel spielen kann. Es ist nicht lösbar und es macht super viel Spaß, wenn man die richtigen Gegner hat. Wenn sie zu gut sind, verliert man schnell den Spaß. Auf meinem Platz 4 ist ein Spiel eines Designers, der zweimal auf meiner Liste vorkommt. Hast du eine Idee, wer es sein könnte? Deiner Gnizia? Nein! Richard Garfield. Natürlich! Auf Platz 4 ist Robo Rally, was erst 2016 eine Neuauflage bekommen hat.
mit minimal geänderten Regeln, aber es ist praktisch immer dasselbe Spiel. Ja, es, ich meine, wir haben es schon öfter mal auf Listen gehabt. Das ist ein Programmierspiel, bei dem ich auf Zeit meinen Roboter programmiere, damit er durch einen Hinderniskurs fährt und zum Beispiel Checkpoints abläuft oder den Gegner angreift, je nach Modus, den ich spiele. Mhm. Es funktioniert heutzutage noch genauso wunderbar. Es gibt wenige Programmierspiele meines Erachtens, die auch nur in die Nähe von Roborally kommen. Man würde nicht erwarten, dass es schon aus dem letzten Jahrtausend ist, meines Erachtens. Mhm. Ja, und dann mache ich auch direkt weiter mit meinem Platz Nummer 3, weil auf die Weise kann der Max mir gar nicht dazwischen funken. Auf meinem Platz 3 ist das zweite Spiel von Richard Garfield, und zwar Magic the Gathering. Okay. Ich meine, ich spiele es heute längst nicht mehr so viel wie früher, was natürlich auch ein bisschen einfach am Kostenfaktor liegt und damit man sich halt damit einfach wahnsinnig viel beschäftigen müsste, vor allem da heutzutage gefühlt die doppelte Menge an Karten neu erscheinen wie vor noch ein paar Jahren. Ah, okay, ich verfolge es jetzt okay. Gar nicht mehr. Aber der Mechanismus ist super, ist so eines der ersten Sammelkartenspiele und die wenigsten, wieder mal, wie gerade vorher, späteren Sammelkartenspiele konnten halt da mithalten. Mhm. Es hat minimale Regeländerungen natürlich über die Zeit gegeben. Manche sind größer, manche kleiner, aber prinzipiell ist das Spiel gleich geblieben und es war damals schon ein tolles Spiel. Und es wird halt einfach weiter aktiv verfolgt, sowohl von der Spielergemeinschaft als auch von den Herstellern, was einfach dafür sorgt, dass es ein sehr gebalancedes System tatsächlich ist. Ja. Nee, es hat auch irgendwie einen Trend, glaube ich, festgesetzt. Also das, was man heutzutage hat, viele elektronische Sammelkartenspiele, das basiert alles auf dem unglaublichen Erfolg von Magic the Gathering. Was das Spiel halt auch so einzigartig macht, glaube ich, was es auch abhebt von vielen anderen Trading Card Games ist, es gibt zwar so ein großes Gesamtthema um die Planeswalker und verschiedene magische Welten, aber prinzipiell kann jede Welt, in der sie spielen, mehr oder weniger was ganz Neues sein. Mhm. Ich kann ein Ägypten-Thema haben, ich kann ein Thema über die antike Griechenland haben. Es spielt keine Rolle, solange es irgendwie noch mit Fantasy vereinbar ist. Ich meine, sie halten sich ein bisschen fern von Science Fiction, wobei Mirrodin schon sehr nah ranging. Also ja, schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Auf meinem Platz 3 befindet sich ein Spiel aus dem Jahr 1999. Also direkt vor uns. Gerade noch so reingequetscht. Es ist ein Spiel, das 2008, glaube ich, nochmal neu aufgelegt wurde. Es handelt sich dabei um meinen Lieblingsersatz für Monopoly. Es ist eine Art Wirtschaftssimulation. Es geht viel um Verhandlungen. Es handelt sich um Chinatown. Ach, der Choir, das wäre schon früher gewesen. Nee, Chinatown ist ein sehr einfaches Spiel, ein sehr einfaches Spielprinzip. Ihr habt eine Karte ausliegen mit abgegrenzten Parzellen und ihr zieht sowohl die Grundstücke als auch dann eure unterschiedlichen Shop-Typen und ihr möchtet möglichst schnell versuchen, Grundstücke in die Zusammenhänge zu ertauschen und dann fertige Shops oder ganze Shops darauf zu bauen. Das führt dazu, dass man sehr viel miteinander handeln muss, sehr viel auch rechnen muss, aber ich finde, es ist immer noch wesentlich besser als alle Monopoly-Versionen, die ich kenne. Monopoly-Gamer. Nein, wahrscheinlich. Wir sind auf Platz 2 und auf meinem Platz 2 befindet sich ein Spiel aus dem Jahr, jetzt muss ich überlegen, wann das genau war. Ich glaube, es war in den 80ern, 1987, 88. Es handelt sich um Heimlich und Co. Was? Was? Ernsthaft? In der Top 5? Ja. Ich finde dieses Spiel immer noch genial. Es ist ein, Spiel mit verstecktem Ziel. Jeder Spieler zieht eine Agentenkarte verdeckt. Mm. Und ihr müsst schauen, dass ihr eurem Agenten möglichst viele Punkte machen lasst. Jetzt ist es aber so, diese Agenten befinden sich auf einem Spielfeld und ihr würfelt mit zwei Würfeln und könnt bestimmen, welchen Agenten ihr vorziehen lasst. Und bestimmte Häuser, also die Häuser geben in aufsteigender Reihenfolge Punkte, aber wenn ihr zu viel nehmt, dann könnte es sein, dass ihr auf der Kirche oder auf dem Friedhof landet, dann kriegt ihr negative Punkte. Und dieses Spiel ist extrem einfach und schnell gespielt und hat trotzdem für mich noch nichts von seinem Anspruch verloren, weil es ist halt echt schön, wenn man sich gut überlegen muss, möchte ich jetzt meinen eigenen Agenten vorwärts ziehen, möchte ich die anderen Leute irgendwie hinters Licht führen, dass ich immer andere Agenten ziehe, was passiert. Und das ist echt schön, weil man hat halt genau die richtige Balance zwischen eigenem, also sozusagen zu offenbaren, welcher Agent man selber ist, aber auch gleichzeitig
das verdeckt zu halten. Das finde ich großartig. Okay. Du stimmst nicht überein. Ich glaube, ich hatte schon mal was dazu gesagt im Vlog zu als Spiel des Jahres Gewinner. Dass ich der Meinung bin, dass es inzwischen deutlich bessere Spiele gibt und dass es sehr, sehr zufallsabhängig und wenig zu steuern ist. Aber ich meine, hey, wenn es dir noch so gut gefällt, klar, es hat seinen Charme gehabt und wir sicherlich behalten können für einige. Mein Platz 2 ist auch ein Spiel des Jahres Gewinner. Und zwar, was ich tatsächlich erst gestern gespielt habe. Und zwar Sherlock Holmes Consulting Detectives. Okay. Criminal Cabinet. Beziehungsweise Tatort London. Je nachdem, welche Version man sich jetzt anschaut. Das ist ein Spiel... Aus welchem Jahr? 86? 81. Echt? Mhm. Da glaube ich, täuschte dich jetzt. Okay. Es ist tatsächlich auch, glaube ich, das einzige Spiel, was wir häufig nicht nach Regeln spielen. Weil das Spiel selbst eigentlich so gedacht ist, dass man das kompetitiv auch spielt und dass man sozusagen rundenbasierend sozusagen versucht, diesen Fall zu lösen, und wir spielen es meistens einfach kooperativ. Also wir schauen einfach, ob wir den Fall lösen können und haben einen schönen Spiele-Leseabend, was ist ja eine Mischung aus Buchlesen mehr oder weniger und einem Spiel. Ja, es geht halt darum, dass man einfach einen Sherlock Holmes ähnlichen Fall löst oder nebenher, also man ist nicht Sherlock Holmes, sondern man spielt eigene Inspektoren sozusagen, die das Ganze untersuchen. Ist wirklich schön aufgezogen, hat nichts am Charme verloren. Es ist wahnsinnig schade, dass es keine weitere deutsche Auflage seitdem gab. Das ist immer noch die, das heißt 81 oder 86er Auflage ist. Obwohl es im Englischen schon neue Auflagen gab. Also das verstehe ich leider nicht ganz, warum es im Deutschen hier nichts Entsprechendes gibt. Okay, auf meinem Platz Nummer 1 ist keine große Überraschung, weil das ein Spiel ist, was auch in meiner persönlichen Top 10 mit drin ist. Das ist ein Spiel, was mehrere Auflagen inzwischen hatte. Die letzte ist von Fantasy Flight Games oder Asmodee. Also, ja, wie man es jetzt auch nennen mag heutzutage. Es ist immer noch Fantasy Flight Games, aber... es ist Cosmic Encounter, wie gesagt, schon mehrfach verschiedene Auflagen. Es ist ein kompetitives Spiel, Science-Fiction-Spiel, bei dem man versucht, Kolonien auf fremden Planeten zu errichten. Und es sehr viel Kooperation, kurzzeitige Kooperationen gibt. Betrug, Verrat und ähnliches. Und man sozusagen durch einen einfachen Kartenspielmechanismus ausfindig macht, wer die stärkere Flottenpower hat, beziehungsweise ob man verhandeln will oder angreifen will. Was das Spiel wirklich wahnsinnig toll macht, ist einfach, dass jeder Spieler eine Player-Power noch besitzt, die das Spiel teilweise so stark modifiziert, wie bei keinen anderen Spielen. Und man hat dann eine Power für sich und sagt, das kann halt nicht sein. Also du addierst bloß deine Zahlen und ich multipliziere sie. Das wirkt unfassbar stark, aber das Spiel balanced sich halt selbst, weil es ist jeder gegen jeden. Und natürlich, den Spieler habe ich von Anfang an im Blick. Und wenn halt dann mehrere Spieler gegen den arbeiten oder den halt seltener ins Team nehmen, dann gleicht sich das wieder ganz gut aus. Also wirklich ein ganz tolles Spiel. Nicht unter 2 Stunden spielbar. Selten, das ist wahr, aber es ist ein sehr lustiges Spiel. Absolut. Kommen wir zu meinem Platz 1 und das ist ein Spiel aus dem Jahr 1981. Nein! Es handelt sich dabei um Markus Platz 2, Sherlock Holmes. Red weiter. Criminal Cabinet. Ja, red weiter. Wie Markus schon gesagt hat, ein... Red weiter, mach! Ein großartiges Spiel, bei dem ihr dir in der Rolle von Sherlocks Helfern, also der Straßenbande aus dem Sherlock-Holmes-Universum... Du hast aufgehört zu reden. Ich bin gespannt. Wir haben beide Unrecht. Das ist das Spiel des Jahres 85. Das heißt aber, das ist seltsam. Okay. Großartig, wir haben beide Unrecht. Auf jeden Fall, es ist noch vor 2000 erschienen. Es ist einfach ein großartiges textbasiertes Spiel, egal ob ihr es nach den Regeln aus dem Buch oder eure persönlichen Hausregeln spielt. Ich finde das einfach großartig umgesetzt. Wie diese Fälle erzählt werden, also sozusagen wie diese Fälle funktionieren, wie ihr als Detektive hinter diese Fälle tauchen könnt. Es ist wirklich in meinen Augen besser als jeder Kriminalroman,
Einfach deswegen, weil ich tatsächlich selbst in der Aktion bin und selbst miterlebe und verfolge, was sind interessante Anhaltspunkte. Natürlich ist es begrenzt dadurch, dass alles textbasiert ist, aber in diesem Universum hab ich wirklich das Gefühl, dass ich selbst der Ermittler bin. So, das war es soweit von uns. Unsere Lieblingsspiele, unsere Lieblings-Golden Oldies. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn euch noch Spiele auf dieser Liste fehlen, die in euren Augen auf jede Liste Golden Oldies kommen sollten, lasst es uns wissen, schreibt es in den Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wart hier bei Würfelbox und wir sehen uns beim nächsten Mal.